Das Riese & Müller D-Lite Touring bietet als eines der ersten Fahrräder weltweit das neue Bosch Doppelakkusystem, hier mit zwei Stück 500 Wattstunden Powerpacks. Reichweiten von ca. 250 km sind somit realistisch und auch sonst ist das D-Lite voll an hochwertigen Komponenten. Hier haben wir das D-Lite GT Touring von Riese & Müller, ein vollgefedertes Fahrwerk mit Luftdämpfer und Luftfedergabel. Die wirkliche Besonderheit an dem Rad ist das Dual Battery System, das uns erheblich größere Reichweiten ermöglicht. Das Besondere an dieser Idee ist, 15% circa mehr Gewicht erlauben uns 100% größere Reichweiten. Das ist ein recht gutes Verhältnis. Das vollgefederte D-Lite, hier als GT Touring, unterstützt bis 25 km/h. Zum Einsatz kommt der kraftvolle Bosch Performance CX Motor in Kombination mit der Shimano Deore XT Shadow Plus 11-Gang Kettenschaltung. Hydraulische Scheibenbremsen sorgen für die Verzögerung des Pedelecs. Die ansprechende Integration von Gepäckträger und Lichtanlage sowie die individualistische Formgebung des D-Lite insgesamt vermitteln auch schon optisch das hochwertige Gefühl, das sich dann beim Fahren auch immer wieder bestätigt. Hier sitzt und passt alles, die Verarbeitung ist auf Top-Niveau. Dies gilt auch für die Preisgestaltung, das D-Lite GT Touring ist ab ca. 5000 Euro zu haben, mit Dual Battery System ab ca. 5700 Euro. Es gibt auch Versionen mit Nabenschaltung, Riemenantrieb und 45 km/h Unterstützung.